Kapitel 11. Die Verbindung zur Welt. Ich eilte aus dem Haus, die Straße hoch Richtung Osten. Immer weiter die Straße entlang, in Richtung meines Zahnrads. Es musste etwas nicht stimmen, sonst würde das Wappen nicht aufleuchten. Auch wenn mich kein Gefühl trug oder ein Instinkt mir sagte, lauf los, lief ich. Das Symbol leuchtete nur. Es war einfach nur da. Nichts weiter. Die Höhle. Es war alles wie immer. Nichts zerstört oder gar beschädigt. War doch nichts los? Vom Inneren her sah es auch nicht nach Kampf oder Zerstörung aus. Das Zahnrad war immer noch auf seinem Sockel, inmitten des Raumes. Warum also leuchtete das Wappen so? Es schien keinen erkennbaren Grund zu geben. Du bist stark geworden. Du hast es geschafft, die Macht, die dir freisteht, einzusetzen. Doch, du kannst sie nicht kontrollieren. Wer spricht da? Ich bin das, was dich in diese Welt geholt hat. Ich bin der, der dich ausgesucht hat. Das Zahnrad. Stimmt es? Bin ich? Ein Mensch? Ja, du bist einer. Zumindest warst du es. Aber warum hast du ausgerechnet mich ausgesucht? Ich suchte nicht irgendjemanden. Die Tapferkeit ist das Stärkste der Wappen. Und somit trägst du die meiste Verantwortung. Diese Person brauchte eine ganz bestimmte Eigenschaft. Und du hattest sie. Was ist das für eine Eigenschaft? Du hattest eine ganz besondere Verbindung zu jemandem. Und einen Schlüssel in dir zur Tapferkeit. Dein Mut. Aber das ist es nicht, weshalb ich dich hergerufen habe. Du hast mich gerufen? Ich, das Zahnrad der Tapferkeit, Hüter der Zeit dieser Region, habe eine direkte Verbindung zu dir. Das ist zumal der Geist des ersten Krieges der Tapferkeit. Und das Wappen selbst. Aber das ist nicht der Grund, weshalb du mich hergerufen hast. Nein, ist es nicht. Es ist wegen Darkrai. Er will versuchen, alle Zahnräder zu stehlen. Und wenn ihm das gelingen sollte, steht die Welt vor ihrer Vernichtung. Aber warum sollte er die Welt vernichten wollen? Er lebt schließlich auch hier. Darkrai liebt die Dunkelheit. Wenn er alle Zahnräder stehlen kann, wird die Zeit gestoppt. Aber das reicht nicht, um die Welt für ihn in Dunkelheit zu hüllen. Dazu muss er noch zum Zeitturm und dort die Zahnräder vernichten. Zusammen mit dem Turm selbst. Deswegen hast du mich hergeholt. Nicht nur deswegen. Der Krai hat schon einmal versucht, die Welt zu vernichten. Allein das reicht, um ihn für immer zu vernichten. Damals hat dein Vorgänger es leider nur geschafft, ihn für 10.000 Jahre zu versiegeln. Ich muss wissen, was damals passiert ist. Bitte zeig es mir. Das kann ich nicht. Es kann nur der damalige Ritter der Tapferkeit. Nur ich kann mich von damals an nichts erinnern. Das hängt mit der Bindung zu Sparks zusammen. Du weißt nur das, was er weiß, und andersherum. Es gibt aber eine Energie, die so stark ist, dass sie alles durchbrechen kann. Stärker als die pure Energie. Aber um dieser mächtig zu werden, wird das größte Opfer verlangt, das gleichzeitig die größte Wohltat ist. Was ist es? Das musst du allein herausfinden. Du musst dich auf den Weg machen. Dark muss aufgehalten werden. Aber ich habe noch so viele Fragen. Und ich erst. Du musst gehen. Auf der Stelle. Wenn Darkreis möchte noch weiter anwachsen, werden sie ihn nicht einmal mehr zu 5 besiegen können. Aber... Geh! Sparks verließ die Höhle. Schwer enttäuscht machte er sich wieder auf den Weg nach Hause, Richtung Basis. Auf dem Weg quälten ihn immer diese Fragen. Was? Wieso? Was will Darkrai mit einer zerstörten Welt? Einer Welt ohne Leben. Es ist egal. Darkrai muss gestoppt werden, damit das nicht passiert. Bisher war es ein recht ruhiger Tag auf den Straßen der Stadt. Es war nicht viel los. Die Straßen waren regelrecht leergefegt. Auch die Basis war ruhig. Riolo und der Rest schienen wohl noch zu schlafen. Es war noch recht früh am Morgen. Als sich Sparks der Basis näherte, sah er am anderen Ende der Straße, direkt ihm gegenüber, wie sich ein Schatten näherte. Er wurde größer und größer, bis Bark schließlich erkannte, dass Eoli sich der Basis aus dem Wald her näherte. Sie kamen sich entgegen und standen vor der Basis.
Wo warst du denn? Dasselbe könnte ich dich fragen. Mein Wappen hat geleuchtet. Ich bin darauf in den Wald, zu meinem Zahnrad gegangen. Genauso war es bei mir auch. Ich soll Darkrai aufhalten. Wir müssen es beenden. Nur wie? Indem ihr ihm eine Falle stellt, zum Beispiel. Ich dachte, du schläfst. Ich habe schon lange nicht mehr geschlafen. Ich habe gesehen, wie du dich aus dem Haus geschlichen hast. Und seitdem konnte ich es recht nicht mehr schlafen. Aber jetzt, erzählt, wo wart ihr zwei? Sie konnten es nicht verheimlichen. Riolu sollte es erfahren. Es geht um Darkrai. Er kommt wieder. Und er will die Zahnräder der Zeit stehlen. Erst Beastbugs und jetzt Darkrai. Ich werde meins auf jeden Fall beschützen. Koste es, was es wolle. Ich bin dabei. Evolis Kopf nickte und zeigte, dass er es ebenfalls tun würde. Die Zahnräder bis zum Schluss zu verteidigen, war jetzt das Schicksal der Bande. Nur wo sie anfangen sollten, wussten sie nicht. Im Moment konnten sie nur hoffen, bis Darkrai von selbst wieder auftaucht. Den gesamten Morgen machten sich Sparks und Evoli Gedanken, wie und wo Darkrai wieder auftauchen würde. Wie man ihn eventuell besiegen könne und was er von der Zerstörung hat. Dass die beiden in Gedanken versunken waren, merkte man schon am Frühstückstisch. Während alle genüsslich aßen, saßen die beiden einfach nur da. Viele Stunden vergingen und sie kamen einfach auf kein Ergebnis. Es schien fast hoffnungslos. Ein nachdenklicher Blick aus dem Fenster schmückte Sparks Nachmittag. Es war zum Verrücktwerden. Die Wolken zogen am Himmel vorbei, so als wäre alles in Ordnung. Die Kinder spielten draußen und die Nachbarschaft war ruhig. Es schien alles so friedlich, aber dennoch bedrohlich. Die Stadt war ein leichtes Ziel. Niemand war wirklich auf sowas vorbereitet, was Darkrai anrichten könnte. Als er so nach draußen blickte, erkannte er, dass aus Feurigels Haus Evoli rausgestürmt kam und letztlich in Riolus Haus lief. Mit rasendem Herzen stand er vor Sparks. Sparks, ich buch und dann... Peng! Also, jetzt nochmal von vorne. Was ist los? Also, als ich so meine Sachen durchwühlte, da leuchtete das Buch hier. Es war hell, so hell. Ich also aufgemacht und geschaut und dann... Hier! Evoli zeigte auf eine Seite im Buch, die eigentlich leer sein sollte, wo jetzt aber etwas stand. Wieder ein komischer Spruch oder ein Rätsel. Die Reihenfolge des Bestehenden ist das, was die Reihenfolge zur Vernichtung darstellt. Wieder etwas, auf das die beiden sich keinen Reim bilden konnten. Ein Rätsel jagte das nächste. Wieder standen sie mit Fragen da. Ein eiskalter Schauer jagte Sparks den Rücken runter, als ob die Temperatur gerade auf die Minusgrade gefallen war. Dabei hatte sie sich kein Stück verändert. Draußen schien hell die Sonne und es war mehr als warm. Aber als schließlich das Wappen seine Reaktion zeigte, wurde Sparks ganz blass im Gesicht. Er rannte sofort los und trommelte die anderen zusammen, um dann zur Höhle loszurennen. Unterwegs wurde Sparks immer klarer, dass Darkrai dort sein musste. Das Zahnrad rief ihm förmlich, es rief nach Schutz. Der Zugang zur Höhle war eher ein Loch. Es wurde aufgesprengt, ein riesiger Krater inmitten der Felswand. Der Raum selber war dunkel. Es war finster, obwohl die Sonne durch ein Loch in der Decke hineinschien. Nicht mal das blaue Leuchten des Zahnrads war mehr zu sehen. Ein rotes, angsteinflößendes Leuchten kam aus dem Schwarzen heraus. Zwei Punkte inmitten des Nichts. Hast du es doch geschafft, herzukommen? Hätte nicht gedacht, dass ich dich noch mal wiedersehe. Darkrai, du feige Sau! Komm raus und zeig dich! Der schwarze Nebel verzog sich. Darkrai wurde sichtbar. Er war direkt neben dem Zahnrad. Bereit ist zu entwenden und die Zeit ins Chaos zu stürzen. Seine Hand war schon griffbereit erhoben. Das kannst du nicht machen! Ach was, und was hält mich davon ab? Wir! Bei unserer ersten Begegnung konntet ihr euch nicht mal ansatzweise bewegen. Und nun wollt ihr mich besiegen? Du solltest uns nicht unterschätzen! Genau! Ausgerechnet der mit der größten Klappe und der Schüchterne meldet sich. Ja, ich kenne euch zwei. Ihr seid mehr ein Schlusslicht eures Teams.
kommt zu mir. Ich garantiere euch, die Welt liegt euch zu Füßen. Wer will euch nur reinlegen? Außerdem ist das nicht wahr. Ihr seid genauso wichtig für das Team wie wir. Aber ihr habt euer Wappen und wir nicht. Wir sind nur eine Belastung für euch. Das ist nicht wahr. Nicht die Wappen machen das Team zu etwas, sondern die, die im Team sind. Plinfer ging langsam los, auf Dark Ray zu. Das Team konnte nicht glauben, was da gerade passierte. Das kannst du uns nicht antun. Du hast kein Wappen. Du bist nur eine Last für dein Team. Ich kann dir helfen. Ich kann dir Macht. Plinfer hielt inmitten des Raumes an, zwischen dem Team und Darkrai. In einem hast du recht. Ich habe kein Wappen. Ich will ehrlich sein. Du kennst mich, Rioro, schon seit vielen Jahren. Du hast mich in schweren Zeiten aufgenommen und zu mir gehalten. Genau aus diesem Grund weiß ich, dass mein Platz in Riolos Team ist. Plinfer ließ einen riesigen Strudel über sich entstehen, der noch dazu ein starkes, helles Leuchten in sich trug. Er ließ ihn los, direkt in Darkrais Richtung. Darkrai ließ sich aber nicht davon beeindrucken und blieb stur neben dem Zahnrad stehen. Die eine Hand immer noch in Höhe des Zahnrades. Er richtete die andere Hand in Richtung des Strudels, der gerade auf ihn zukam. Noch dazu herrschte ein rotes Glühen um ihn. Der Strudel streifte ihn noch nicht mal. Er wurde auf dem Weg zu Darkrai immer kleiner, bis er verschwand. Kinderkram. Sparks, Riolo, Evoli und Feuerriegel stellten sich zu Plinfer. Sie standen in einer Linie, eine perfekte Gerade. Nun versuchten sie es alle zusammen, als Team. Riolo mit Aurasphäre, Sparks mit Donnerblitz, Evoli mit Spukball, Plinfer mit Whirlpool und Feuerriegel mit Flammenwurf. Ein Angriff in Reih und Glied. Synchron feuerten alle ihre Attacken in Richtung Darkrai ab und schlugen auch exakt gleich ein. Durch die starke Rauchentwicklung war es nicht mehr möglich, Darkrai oder gar das Zahnrad zu sehen. Mehrere Sekunden stand das Team nur da. Einfach nur da und tat nichts. Sie schauten nur in den Rauch und hofften, dass Darkrai jetzt vernichtet war. Ein Lachen war zu hören. Es schallte durch den ganzen Raum, als ob es von allen Seiten kommt. Es war Darkrais Stimme. Dunkler und lauter als je zuvor. Hey Sparks, was passiert, wenn man die Verbindung verliert? Wenn man das verliert, was einem am Leben hält? Was meinst du? Wovon sprichst du? Sparks bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Er konnte seinen Herzschlag förmlich hören. Auf seinem Arm sah er es. Das Symbol. Das Leuchten wurde schwächer, bis es in einer Lichtexplosion den ganzen Raum so erhellte, dass niemand mehr etwas sehen konnte. Alle hielten sich die Augen zu. Nur Sparks nicht. Er schrie vor Schmerzen. Er hielt sich den Arm. Sein Schrei hörte man schon fast in der Stadt. Es war gleich mit dem Schwert, den er hatte, als er das Symbol bekommen hatte. Sparks konnte sich schon fast denken, was passiert ist. Er wollte es aber nicht wahrhaben. Erst als sich der Rauch verzog, wurde es klar. Darkrai war verschwunden. Aber nicht nur das, sondern auch das Zahnrad. Es war weg. War nicht mehr auf dem Sockel. Die Erde fing an zu wackeln. Es bebte und grollte. Keiner konnte sich noch auf den Beinen halten, außer der Schatten, der an der Felswand zusah. Es war Darkrai. Er versteckte sich mit dem Zahnrad. Es war mir eine große Freude, gegen euch zu spielen. Aber nun muss ich weiter, wenn ich den Zeitpunkt erreichen werde. Mit diesen Worten erlischt der Schatten und verschwand endgültig. Die Welt bebte immer noch und nicht nur das, sie wurde grau, in einem Schleier gefasst. Die Zeit, sie blieb stehen, Regentropfen hingen in der Luft, fallende Blätter schwebten, Gesteinsbrocken hingen. Die ganze Umgebung war grau, der Verlust der Zeit hatte begonnen. Der Schatten streifte durch den Wald. Und so wird es enden.